Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Unterwegs mit CargoNet. Wir leisten heute dem Lokführer dieses Güterzuges Gesellschaft auf dem Führerstand und fahren über die komplette Länge der Karte. Ausgehend hier von Karlsberg Güterbahnhof bis nach Königsburg runter durch den unfertigen Güterbahnhof hindurch. Also der muss noch fertig gebaut werden, der wird auch noch fertig. Aber ich dachte mir, es ist trotzdem mal an der Zeit, wirklich, also genau das hier zu veranstalten. Also wie gesagt, wir sind wirklich über die volle Länge unterwegs. Ich denke, dass es aktuell auf der Karte keine längere Strecke gibt in dem Sinne oder keine längere Linie. Wir fahren wirklich komplett über die ganze Nautalbahn bis zum Königsburger Güterbahnhof runter und dann wieder zurück. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Das wird heute ein bisschen länger dauern. Dreiviertel Stunde, 50 Minuten werden wir hier heute unterwegs sein. Und alles aus der Führerstandsperspektive. Also, ab auf die Nautalbahn. Wir haben uns gerade aus dem Güterbahnhof ausgefädelt. Und dann geht's hier vorne für uns auf die Strecke. Auf die zweigleisige Nautalbahn. Und dann hoffen wir mal, dass die Fahrdienstleiter gnädig mit uns sein mögen. Und wir hier einigermaßen gut durchkommen. Hat auch einen etwas ungewöhnlichen Streckenverlauf für einen Güterzug. Also das heißt, wir werden tatsächlich auch auf dem Rückweg ein Stück über die Schnellfahrstrecke geleitet werden. Sowas kann mal passieren, denke ich. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir dorthin kommen. Also schön die Nau entlang. Streckenübersicht hattet ihr ja praktischerweise erst in der letzten Folge, deswegen sollten alle einigermaßen gut orientiert sein, was den Streckenverlauf hier angeht. Wir fahren also erstmal Richtung Surberg-Bichl. Und es ist einiges los auf der Strecke, das kann man schon sagen. Hier der lange Schüttgutzug mit Doppeltraktion. Bunt gemischt. Links oben die Burg zu Surberg-Bichl. Ein Scheißname. Entschuldigung. Was mir übrigens bei dieser Aufnahme erst aufgefallen ist, also ihr seht das ja, die Brücken. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber genau dieser Brückentyp, da fehlt jetzt plötzlich überall so ein Stück in den Brückenpfeilern. Also muss vielleicht mit irgendeinem Mod-Update, der da irgendwie reingefunkt hat, gekommen sein. Ich habe noch keine Lösung dafür gefunden oder beziehungsweise die Ursache nicht, aber gut, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Ich denke, wir können da drüber hinwegsehen. Aber ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich das hier gefilmt habe. Also sehr merkwürdige Geschichte. Da sind die Brücken irgendwie zu Bruch gegangen. Es ruckelt noch so ein bisschen vor sich hin. Also wir werden dann mal einen kurzen Zwischenhalt demnächst haben. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, die Grafik noch mal ein bisschen runterzudrehen. Beziehungsweise auch die Auflösung. Das hier ist noch alles mit 4K gefilmt. Ich habe dann auf 2K runtergedreht und auch die Schattenqualität noch mal ein bisschen verringert, sodass es dann auch gleich besser werden sollte. Aber ich denke mal, es ist insgesamt noch einigermaßen erträglich. Dafür, dass die Karte schon in den finalen Zügen ist und ja wirklich alles schon massiv vollgebaut ist, ist das, glaube ich, alles noch ganz in Ordnung so. Ah, super, mit den ganzen Burgen hier. Gibt schon ein paar nette Ausblicke. Ja, Streckengeschwindigkeit ist natürlich überschaubar. Nichts für Geschwindigkeitsfreaks. Wenn es die Streckengeschwindigkeit, die Gleisgeschwindigkeit zulässt, glaube ich, können wir auch mal 120 fahren. Mehr dürfen wir sowieso nicht. Was ich aber nicht so schlecht finde für eine Führerstandsmitfahrt. Also ist einerseits für die Performance ein bisschen angenehmer. Das ruckelt dann nicht gar so schlimm, wie wenn wir da mit 250 durch die Gegend brettern. Und man sieht einfach ein bisschen mehr. Man kann sich die Details alle ein bisschen besser anschauen. Wenn wir da nicht so vorbeirauschen, sondern ein bisschen gemütlicher fahren. Das passt schon. So, Durchfahrt durch den nächsten Bahnhof. Das müsste dann Langenburg sein. Oder, nee, Quatsch, sind wir noch gar nicht.
Wobei ich meine Streckenübersicht, die habe ich doch noch hier irgendwo offen. Haha. Dum, dum, dum. Seefeld. Seefeld an der Nau. Das passieren wir gerade. Hier kann man es eh ganz gut erkennen. 5 vor 3 haben wir es gerade. So, dann haben wir hier die große Autobahnbrücke zwischen Seefeld und Bad Nauheim. Und gemächlich geht's weiter. So, wir werden ein bisschen runtergebremst auf Tempo 80. Ich habe das halt also mit Signalisierung und Geschwindigkeitsankündigern. Das ist natürlich alles nicht perfekt geworden. Da habe ich einige Sachen durcheinander gebracht. Und das ist ja sozusagen auch historisch gewachsen, so deswegen. Das ist alles nicht perfekt. Schreibe ich mir aber auch nicht auf die Fahnen. Trotzdem Tempo 80 ab hier und das passt sogar. Da habe ich schon einigermaßen darauf geachtet, dass die Gleisgeschwindigkeiten mit den entsprechenden Beschilderungen und Signalen, dass das schon zusammenpasst so. Und ich glaube, ich habe es einigermaßen getroffen. So, jetzt ist er hier über die Überleitstelle gefahren und wechselt dann aber hier direkt wieder rüber. Macht natürlich keinen Sinn, da hätte ich nochmal mit einem Wegpunkt arbeiten müssen. Aber das sind halt so Geschichten, das fällt mir auch erst auf, wenn ich da mal so eine Mitfahrt hier mache. Kleine Details. Da vorne übrigens, ganz interessant, der hat gerade die Ausweichgleise genutzt. Und geht wieder auf die Strecke. Wir müssen dann hier noch einen Moment warten. Das Signal wollte ich eigentlich auch schon vor ewigen Zeiten mal wegbauen hier. Das macht auch gar keinen Sinn. Aber gut. Ihr wisst ja, der Teufel liegt wie so oft im Detail. HP0 für uns. Also Gelegenheit, die Grafik ein bisschen runterzudrehen. Und dann sollte die restliche Fahrt auch besser vonstatten gehen. Oder flüssiger. So. Mit etwas reduzierter Grafik zurück im Führerstand. Wir müssen noch ein Momentchen warten, bis wir wieder weiterfahren dürfen. Regionalverkehr ist natürlich auch unterwegs. Und dann geht's langsam weiter Richtung Langenburg, Cochem und dann am Schluss Richtung Königsburg, Rangierbahnhof. Ich habe auch bis heute nicht so richtig verstanden, was eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einem Rangierbahnhof und einem richtigen Güterbahnhof ist. Wird an einem Rangierbahnhof wirklich gar nichts verladen? Werden da wirklich nur die Züge zusammengestellt und rumrangiert? Ich weiß es nicht. Naja, wahrscheinlich schon. Wäre irgendwie naheliegend. So, wir nehmen langsam wieder Fahrt auf. Hier links, das ist der Abzweig. Dort kann man dann tatsächlich auf die Eisenbahnbrücke kommen, die sich dort im Hintergrund befindet, die man ganz gut erkennen kann. Also alle Züge, die nach Friedrichsburg von hier wollen, die müssen dann, hätten links diesen Abzweig nehmen müssen. Und werden dann über einen Bogen auf die Eisenbahnbrücke geleitet. Da kommt uns ein RS1 entgegen, als Regionalbahn auf der Nautalbahn unterwegs. Und ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt ein bisschen flüssiger läuft, oder? Was meint ihr? Also ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Deswegen werde ich zusehen, dass ich einfach die künftigen Führerstandsmitfahrten, die uns noch bevorstehen, da werde ich einfach von vornherein die Grafik ein bisschen runterdrehen und dann wird das schon passen. Und so schlimm ist es auch nicht mit der verringerten Qualität
Kann man, glaube ich, noch einigermaßen mitleben. So, vorbei am Baggersee, der sich hier links von uns befindet. Und wer genau hinschaut, da drüben, ganz da oben, ist auch das, das Viadukt, auf das wir jetzt gerade zufahren. Also ist nicht nur an sich eine schöne Strecke geworden, die Schattenbergbahn, sondern bietet auch immer mal wieder eine schöne Kulisse. Auch diesen Abzweig hier finde ich ganz gut gelungen. Hier mit der Weichensetzung, wie alles so zusammenläuft, die Gleise schön mit den Rohrauslegern ausgestattet. Das ist wirklich ganz ordentlich geworden, die ganze Ecke hier. So, das hier vorne ist jetzt Langenburg. Die äußeren Gleise werden natürlich für den Durchgangsverkehr genutzt. Also für unseren Zug und der Kollege hier drüben. Und hier haben wir den Bahnhof mit dem Mittelbahnsteig. Wird bedient von Regionalverkehr. Regionalexpress und Regionalbahnen. Und der Rest fährt an den Seiten vorbei. Funktioniert ganz gut. Also der Verkehr insgesamt läuft hier doch ziemlich flüssig. Dafür, dass hier doch einiges durch die Gegend fährt. Bunt gemischt. Ist das schon ein ganz gut funktionierendes Setup. So, hier wird wieder alles zusammengefädelt. Hinein in die Zweigleisigkeit. Hier habe ich noch eine Überleitstelle mit eingebaut, damit auch alle Züge überall hinkommen können, potenziell, also praktisch für maximale Flexibilität, wenn man so will. Auch auf der Straße ist immer schön viel los. Das hat sich auch gut entwickelt im Laufe der Zeit. Buslinien, LKW-Linien und die Sims, die da noch durch die Gegend fahren von Ortschaft zu Ortschaft. Das wirkt schon alles recht, ja, lebendig, würde ich sagen. Also mit dem Verkehrsaufkommen bin ich wirklich zufrieden. So, das Signal hat sich jetzt nochmal anders überlegt. Wir können direkt wieder durchziehen, Gas geben. Hier noch die kleine Rampe hoch. Und dann sind wir eh schon gleich in Cochem angekommen. So. Ein Exot kommt uns entgegen hier. Mit dieser S-Bahn-Lackierung habe ich auch relativ spät erst auf die Karte genommen. Aber ist auch immer ganz nett anzusehen hier, der Kollege. Citybahn, glaube ich, nennt sich die. Mit 143 bespannt. So, wir nutzen nicht die Ausweichgleise, sondern fahren hier einfach durch. Auch ein ziemlich alter Bahnhof, also man sieht das noch ganz gut an der Bahnsteigkante. Das waren noch die Vanilla-Elemente, die ich hier benutzt habe. Deswegen ist hier auch dieser riesige Spalt. Das wird es natürlich in Zukunft so nicht mehr geben. So, links im Bild dieser Mini-Güterzug mit ÖBB bespannt. Hier kommt uns nochmal Interregio entgegen. Geschoben von einer goldenen 101. Links im Bild der Güterzug, der wartet noch auf Ausfahrt. Der steht hier auf dem Ausweichgleis. Schön mit Formsignalen ausgestattet. Ah, ich bin schon happy mit der Karte. Gerade so die Führerstandsmitfahrten, das ist dann schon, also für mich halt persönlich auch immer schon so ein kleines Highlight. Das macht schon Freude.
nach all dem Gebastel. So, das ist dann der letzte Abschnitt auf der Nautalbahn. Dann sind wir auch schon wieder in Karo gleich angekommen. Längede liegt noch voraus. Da werden wir auch einfach durchheizen. Und dann werden wir auch zum ersten Mal diesen Güterbahnhof in Königsburg so richtig zu Gesicht bekommen. Wie gesagt, er ist noch nicht fertig und es wird auf jeden Fall noch eine Bastelfolge dazu geben. Wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, werde ich zusehen, dass ich den fertig bekomme. Aber ich denke, ich kann ihn euch vorab schon mal zeigen. Da wird ja auch niemand was dagegen haben. Wer sich wirklich gar nichts spoilern lassen will, es soll solche Leute geben, der muss dann halt diesen Part gleich ein bisschen überspringen. So, Haltepunkt voraus. Hier sieht man sogar noch die Überreste des alten Bahnsteiges. Das hatte ich seinerzeit auch so mit eingebaut. Also praktisch ein verkürzter, modernisierter Bahnsteig. Und hier links im Bild noch schön zu sehen. Zugewachsene Überreste des alten Bahnsteiges, der ein bisschen länger und ein bisschen niedriger war. Dann geht es hier nochmal so durch dieses ganze Raffinerieareal hindurch. Ja, das mit den Signalbildern, das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich, aber das ist, hat man einfach immer in der Führerstandsperspektive. Links im Bild schön zu sehen, da ist noch eine Köff in Betrieb, die hier so ein paar Kesselwagen hin und her schiebt. Und dann sind wir auch gleich schon wieder in Karo angekommen und verlassen die Nautalbahn Richtung Güterbahnhof und dann geht es nochmal schön durch Königsburg hindurch, durch den Hauptbahnhof tatsächlich. Links im Bild hier nochmal diese Klosteranlage, die jetzt schön verdeckt wird von der Ludmilla und dem Kesselzug. Nichts zu erkennen, ärgerlich. Naja, ein bisschen was. Aber egal, haben wir schon letzte Folge gesehen. Dann geht es hier noch durch den Bahnhof hindurch. Und auf die Nautalbrücke. Eine relativ enge Kurve, deswegen ist das da vorne auch auf Tempo 60 beschränkt. Einiges los hier. Die warten alle auf die Regionalbahn, glaube ich. So, Vorsignal kann sich nicht so ganz entscheiden, aber es steht wohl auf grün. Und hier geht es jetzt auf die Brücke. Wir überqueren die Nau. Und hier werden wir dann gleich ausgefädelt und dann geht es runter zum Güterbahnhof, der so ein bisschen unterhalb des Bahndammes gelegen ist. Einer der Intercities kommt uns hier noch entgegen. Inzwischen auch mit Speisewagen bestückt. Da hat sich ja einiges getan im Bereich Rollmaterial im Laufe der Staffel. Da ist so viel Zeug dazugekommen und ich habe die Züge immer wieder ein bisschen umgestaltet. Mit neuen Sachen versehen. Also mittlerweile, was hier so alles durch die Gegend fährt, da bleiben eigentlich keine allzu großen Wünsche offen, würde ich mal behaupten. Das ist schon sehr, sehr abwechslungsreich. Was sich im Modding-Bereich alles getan hat. So, dann unterqueren wir hier den Bahndamm. Und wie man sehen kann, es herrscht auch schon so ein bisschen Betrieb auf jeden Fall. Also
in Betrieb genommen. In dem Sinne habe ich den Güterbahnhof ja schon vor langer, langer Zeit. Also irgendwo müssen die Güterzüge ja auch hinfahren. Jetzt steht auch schon das erste Rollmaterial hier so rum, wie man erkennen kann. Ein paar Details habe ich mittlerweile auch schon eingebaut. Aber es fehlt natürlich auch noch einiges. Hier die ganzen Oberleitungsmasten, die werde ich schon noch ergänzen bei Gelegenheit. Und generell das Ganze ein bisschen detaillierter gestalten, aber ich denke mal, wir sind schon auf einem ganz guten Weg. So, wir fahren auch nicht mittendurch durch den Güterbahnhof, sondern wir fahren praktisch am äußeren Rand hindurch. Und das ist tatsächlich nur einfach eine Durchfahrt. Da ist ein fieser Knick. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das muss ich mir tatsächlich mal im Detail ansehen. Da ist irgendwie das Gelände ein bisschen abgesackt, habe ich den Eindruck. Wie man sehen kann, sind wir hier auch ungefähr auf Höhe des Flughafens. Hier ist gerade schon Flieger gestartet. Aber die Gleisanlagen sehen schon ganz ordentlich aus dieser Perspektive. Da drüben so die Richtungsgleise, wo die ganzen Züge schon abfahrbereit dastehen. Auch alle schon ein bisschen mit Gebüsch versehen und dergleichen, Texturen aufgepinselt. Und in einigen Bereichen auch schon mit den Oberleitungsmasten so ein bisschen was veranstaltet. Also ist auf einem guten Weg, der ganze Güterbahnhof hier. Schöner langer Kesselzug hier. Ja, und dann sind wir auch schon gleich am Stadtrand Königsburg angekommen. Da wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger werden mit der Performance. Da werden wir uns ein bisschen durchruckeln durch die ganze Stadt. Und hier irgendwo da vorne ist dann eine Spitzkehre verbaut. Und zwar genau hier, glaube ich. Man kann es einigermaßen erkennen, wenn man genau hinsieht. Wir fahren gerade jetzt auf die Spitzkehre drauf. Die fungiert sozusagen als Bahnhof. Und so habe ich mir einfach die Linie angefertigt. So, wir machen aber nur einen ganz kurzen Aufenthalt. Ich habe hier keine Wartezeit eingestellt. Geht also direkt weiter. Wieder raus aus dem Güterbahnhof. Und rein nach Königsburg. Hier aber auch noch ein paar so Ausziehgleise liegen, als Rangiermöglichkeit und für die Loks zum Umsetzen. Und hier geht es dann wieder unter dem Bahndamm hindurch. Und da vorne wird das dann wieder eingefädelt. Harte Steigung. Bisschen zu hart vielleicht. Und hier sehen wir schon Plattenbauten am Stadtrand von Königsburg. Auch das ist eigentlich eine relativ harte Steigung hier. Vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Ist mir halt beim Basteln an sich auch nicht so massiv aufgefallen. Aber hier ist es schon sehr deutlich zu erkennen. Also wenn der hier seinen Güterzug hochschleifen muss und dann genau hier oben die Signalbrücke aufgestellt. Also wenn der hier einen HP0 hat. Und ich glaube, wir haben sogar eins, kann das sein. Der würde ja nie wieder anfahren können. Das ist schon ein bisschen ein Trollsignal vielleicht. Nee, keine gute Position. Hätte ich einfach weglassen sollen, die Signalbrücke. Aber egal. So ist es nun mal. So, hier drüben, wir können, denke ich, den einen oder anderen Blick zumindest erhaschen aufs Königsburger Hauptbetriebswerk. Ziemlich großes Areal. Bisschen schlecht zu erkennen aus der Perspektive, aber das haben wir ja auch schon durchaus unter die Lupe genommen. In einer ausgiebigen Folge. Ja, auch hier einige Bastelfehler, ich sehe schon. Habe ich wahrscheinlich irgendwann nochmal umgebaut. Und auch hier oben, ich glaube, der Anschluss dann auf die Brückenkonstruktion rüber ist nicht ganz so ideal. Aber gut. Wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Also, Königsburg Hauptbahnhof voraus, da fahren wir jetzt einfach durch. Der hat zwar sogar sozusagen so ein Durchfahrtgleis ganz am
rechten äußeren Rand außerhalb der Bahnhofshalle, was eigentlich für den Güterverkehr gedacht wäre, aber da kommen wir einfach von dieser Seite aus nicht hin. Und da hatte ich auch keine Möglichkeit, das nochmal irgendwie massiv umzubauen, und das ging einfach nicht. Deswegen müssen wir hier einmal durch die, am Bahnsteig durch die Halle hindurch mit unserem Güterzug. Fernverkehr ist unterwegs, der müsste von der von der Schnellfahrstrecke kommen. Nonstop, mehr oder weniger nonstop nach Karlsberg runter. Mit einzigem Zwischenhalt Karlsberg Flughafen. Dann dürfen wir hier wahrscheinlich nochmal ein Momentchen warten am Ausfahrsignal. Personenverkehr hat natürlich Vorrang. Und dann werden wir tatsächlich für ein paar Kilometer auf die Schnellfahrstrecke umgeleitet. Aus betrieblichen Gründen. Kann mal passieren. Ah ja, sieh an, der kommt uns auch noch entgegen. Der blockiert unser Gleis, über das wir jetzt gleich fahren werden. Oh, nette Zugbegegnung auf jeden Fall hier. Schöne ICEs, ein- und ausfahrend. Der eine kommt aus Friedrichsburg, der uns gerade entgegengekommen ist, und der andere fährt jetzt direkt auf die Schnellfahrstrecke. Und bei Zeiten, wenn das Ding fertig ist, das wird auf jeden Fall auch noch fertig, dann werden wir mit dem Zug auch noch mitfahren. So, wir wechseln jetzt sozusagen die Seite. Wir müssen hier einmal unten durch. Um auf die Schnellfahrstrecke zu gelangen. Schön einbetoniert hier alles, die ganze Geschichte. Links am Einkaufszentrum vorbei. Hier ist dann auch schon S-Bahn-Bereich, ganz rechts die Gleise, wie man sehen kann. Und hier werden wir dann eingefädelt. Oh, hier fehlen auch noch ein paar Oberleitungsmasten. Ist noch etwas lückenhaft. Und ab aufs Regelgleis. Und dann können wir mal ein bisschen Gas geben zumindest. Und auch hier wieder schön zu sehen, dieses seltsame Phänomen mit den lückenhaften Brückenpfeilern. Oh, hier wäre sogar LZB-Bereich. Königsburg Westend. Das ist die Station, die wir gerade passieren hier. Und wir gehen mal auf 120 km/h. Das müsste ja PZB-mäßig sogar noch mittlere Zugart sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin ziemlich eingerostet, was Train Simulator und Co. angeht. Da ist die Luft einfach gerade ziemlich raus. Vielleicht im Winter mal wieder. So, dann geht's auf die freie Strecke langsam. Stadtgebiet Königsburg lassen wir langsam hinter uns. Das sind noch so die letzten Ausläufer des Speckgürtels. Ein ICE4. Der ist ein bisschen flotter unterwegs. Und hier links, das könnte auch die Küste sein, ne? Das ist einfach, da hat das Gewässer einfach so eine breite Ausdehnung, dass man das andere Ufer gar nicht erkennen kann. So, das müsste jetzt die Ortschaft namens Irschenberg sein, hier rechts im Bild, der Bahnhof. Wo sich dann alles wieder aufteilt. Und rechts wird die S-Bahn abgezweigt. Kann man auch noch einigermaßen im Augenwinkel, konnte man eine 420er erkennen. Wir bleiben weiterhin auf der Schnellfahrstrecke.
weil es hier einfach keine Übergangsmöglichkeit gibt. Deswegen müssen wir hier den Fernverkehr ein bisschen ausbremsen. Rechts im Bild die Tennishalle. Das sieht nach einer 103 aus da vorne, aber ich glaube, steht der oder fährt der? Fährt gerade an, glaube ich, oder? Sehr schön. IC 79 Garnitur am Haken. Da ist der CityJet im Einsatz. Und immer wieder nett anzusehen, so diese Höhenunterschiede einfach. So etwas, so vielleicht so ein Meter, 1,50 Meter erhöhte Bahnhof mit den Regionalgleisen. Und so diese leicht abgesenkte Schnellfahrstrecke, alles schön mit Schallschutz versehen hier im Ortsgebiet. Das passt schon. Junge, Junge, schon eine etwas ausgiebige Runde. Wie lange sind wir denn eigentlich schon unterwegs? Halbe Stunde schon. Nicht schlecht. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also nächster Halt ist dann Friedrichsburg Güterbahnhof. Und dann müssen wir ja noch bis nach Karlsberg runter zurückfahren. Also in Friedrichsburg wäre eine ganz gute Gelegenheit, sich ein Getränk zu organisieren zum Beispiel. Schau an, der Giruno. Auch relativ gut besetzt gewesen, der Kollege. Hier die massive Autobahnbrückenkonstruktion, wo wir gerade unten durchfahren. Auch ganz nett anzusehen hier, so mit der bisschen parallel laufenden Autobahn hier. Das ist alles nicht so verkehrt hier. So, dann sind wir, glaube ich, in Wurmberg angekommen. Auch alles schön mit Schallschutz ein bisschen bestückt. Auf der linken Seite habe ich ganz bewusst keinen Schallschutz aufgebaut, weil da drüben befindet sich ja eh einer an der Autobahn und warum sollte zwischen Bahngleisen und Autobahn sich ein Schallschutz befinden, macht auch wenig Sinn. Außerdem wird man dann die Autobahn nicht erkennen können, wäre auch schade. Mein Favorit, der Railjet. Einfach ein schöner Zug. So, dann hier ist jetzt auch endlich die Überleitstelle. Da haben wir jetzt nochmal ein HP0 und werden dann hinübergeleitet auf die rechten Gleise. Runter von der Schnellfahrstrecke und ab nach Friedrichsburg. Okay. Mal hier nochmal gleich an diesem massiven Überwerfungsbauwerk vorbei. Da kommt der Kollege gerade auch her, sozusagen. Hier kann man gerade ganz gut erkennen. Der hat jetzt allerdings HP0 und wir haben Vorfahrt. Ist ein schöner Abzweig geworden hier. Gefällt mir gut. Saubere Oberleitungsmastenplatzierung. Und wir erreichen gleich Friedrichsburg Güterbahnhof. Da werden wir auch nochmal ein HP0 bekommen. Und der Metronom ist auch unterwegs. Sehr schön. Generell auch in Friedrichsburg
Wird sich vielleicht tatsächlich auch nochmal lohnen, eine eigene Folge, also eine ganze Folge lang zu filmen, weil da einfach so viel los ist. Ist ja schon, also einfach ein totales Nadelöhr, da fährt alles Mögliche durch. Der komplette Fernverkehr zwischen Königsburg und Karlsberg. Einiges an Güterverkehr, einiges an Regionalverkehr. Auch ein sehr beliebter Bahnhof bei Trainspottern, denke ich. So, das könnte ein Momentchen dauern. Wir kürzen die Sache natürlich nur ein bisschen ab. Und jetzt werden wir hier rechts abgeleitet. Richtung Güterbahnhof. Auch hier die ganze Oberleitungsmastengeschichte einigermaßen solide gelöst, würde ich sagen. Sieht nicht so schlecht aus. Viele Rohrausleger benutzt. Und hier ist auch schon der Güterbahnhof. Merkwürdig finde ich immer noch die Bahnhofsschilder bei Güterbahnhöfen. Also habe ich persönlich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Wäre schön, das optional zu haben. Stört mich so ein ganz klein bisschen. Ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber macht wenig Sinn. So, auch hier ganz, ganz kurzer Zwischenhalt. Ich habe keine Wartezeit eingestellt. Wir werden direkt wieder weiterfahren. Einmal kurz angehalten. Und allzu viel HP0 sollte uns jetzt auch nicht mehr blühen, denn ab hier ist auch der ganze... Also wir sind schon auf der Güterverkehrstrasse, die praktisch exklusiv verläuft. Da kommt uns jetzt nicht mehr viel in die Quere, was Personenverkehr angeht. Es gibt nochmal ein Nadelöhr, jetzt dann gleich in Ramsfeld, glaube ich, heißt die Ortschaft. Da geht's, läuft das alles nochmal kurz zusammen, wird dann aber auch wieder getrennt. Der Güter- und Personenverkehr, meine ich. Schön hier an der Bogenbrücke vorbei. Sehr schöner Brückentyp übrigens, wie ich finde. Der Metronom hat sich, glaube ich, auch an die Anlage gewöhnt. Fährt hier fröhlich auf und ab. Hat sich eingelebt, sagen wir so. So, rechts nicht im Bild zu erkennen, da ist dieser stillgelegte alte Güterbahnhof, den wir vor ein paar Folgen mal unter die Lupe genommen haben. Gut, hier müssen wir nochmal ein Momentchen warten. Da kommt wahrscheinlich gerade was vom Güterbahnhof Friedrichsburg, vom Hafen, vom neuen Güterbahnhof. Das ist nämlich genau der Abzweig hier rechts im Bild. Links die Gleise, also die mittig durchlaufen hier. Da ist der ganze Fernverkehr unterwegs. Und daneben der Regionalverkehr, alles schön aufgeteilt, damit das alles möglichst flüssig laufen kann. So, den hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang schon, der Militärzug. Der hat jetzt auch schon eine ganze Runde gedreht hier. Kommt uns zum zweiten Mal entgegen. Und da ist der Güterzug, der noch Vorrang hat und gerade vom Friedrichsburger Hafen aus losgefahren ist, auch Richtung Karlsberg runter. Scheint wohl höhere Priorität zu haben, der Kollege. Ach ja, manchmal ist es mühsam im Güterverkehr. Wir kürzen das auch wieder ein bisschen ab. Ein bisschen rumgeschnibbelt, da ausfahrender ICE, der geht auf die Schnellfahrstrecke. Einfahrender Regionalexpress kommt gerade aus Ramsfeld. Rustikal.
Na schön, also auch das wieder ein bisschen abgekürzt. Und weiter geht die Reise. Da vorne fahren wir jetzt auch auf so eine Brückenkonstruktion hoch und queren nochmal die ganzen Personenverkehrsgleise. Eine schöne 151 in Doppeltraktion. Auch den hatten wir vorhin schon, oder? Der kam uns auch schon mal entgegen. Aber die fahren ja auch im Wesentlichen, die meisten Güterzüge fahren halt im Kreis. Nicht alle, manche fahren praktisch auch, haben so eine Vor- und Zurücklinie, wo sie immer hin und her fahren. Aber die meisten, nach Möglichkeit, fahren sie einfach im Kreis. Dann hat man einfach immer einen schönen fließenden Verkehr. Da oben die Burgruine, links oben im Bild, schön zu sehen. Festungsruine. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Aber generell läuft es eigentlich bis hierhin ganz okay, finde ich. Bis auf ein paar Teilbereiche. Auch das hier in Ramsfeld sieht man vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick, aber da ist halt auf relativ wenig Raum echt viel passiert. Und alles sehr, sehr detailreich gebaut. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass es hier so ein bisschen zu stottern beginnt, die ganze Geschichte. Aber im Großen und Ganzen eigentlich schon noch eine ganz angenehm anzusehende Mitfahrt, wie ich finde. Also es geht schon in Ordnung. So, Durchfahrt Ramsfeld. Auch hier bleiben wir direkt auf der Strecke. Nutzen nicht, wie der Kollege links im Bild, die Ausweichgleise. Ich glaube, unser Güterzug ist auch zu lang für die Ausweichgleise. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schicke auf die Ausweichgleise halt auch eher die bisschen kürzeren Güterzüge so. Damit da nichts schief geht. Links nochmal schön zu sehen, das ganze Weinbaugebiet hier im Bereich Ramsfeld. ÖBB-Fernverkehr kommt uns entgegen. Und hier ist auch nochmal so, dieser kleine Bereich ist auch nochmal gemischt befahren. Also wir teilen uns hier die Gleise mit dem Regionalverkehr. Fernverkehr hat allerdings seine eigene Trasse. Hier haben wir auch nochmal so ein altes Betriebswerk hier links im Bild vom Regionalverkehr genutzt. Bisschen Rangierverkehr sogar draufgepackt, wie man sehen kann. Und dann passieren wir, das müsste Saalfeld sein. Also allzu weit haben wir es nicht mehr bis Karlsberg runter. Und ab hier ist es dann auch wieder aufgetrennt. Also die linken beiden Gleise, wie man sehen kann, dem Güterverkehr vorbehalten und die Gleise rechts im Bild. Da läuft der Personenverkehr. Ja, schön. So, die massive Kirche da, dieser Dom im Hintergrund, das ist dann schon der erste Vorort von Karlsberg. Und die Stadtkulisse baut sich auch langsam auf. Man kann schon die ersten Hochhäuser erkennen. Links da oben auf dem Berg läuft die Autobahn Richtung Karlsberg. Und für uns geht es hier nochmal unten durch. Wir wechseln praktisch nochmal die Seite. So, S-Bahn-Bereich, wie man gerade schon kurz erkennen konnte, haben wir jetzt schon erreicht.
Ah, schön. Ordentlich Verkehr. Schaut euch das an. Da kommt uns ein Containerzug entgegen. Links daneben der italienische Fernverkehrszug. Sehr schön. Also das muss man schon sagen. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Es wirkt schon alles doch relativ lebendig mittlerweile. Also nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße. Das ist alles irgendwie sehr zufriedenstellend. So, dann ruckeln wir uns mal ins Stadtgebiet Karlsberg hinein. Und der ganze Güterverkehr, der wird dann ja hier unter der Stadt hindurch geleitet über einen Tunnel. Eine bessere Lösung habe ich einfach nicht gefunden. Aber es ist schon in Ordnung. Hier nochmal so ein bisschen durchs Wohngebiet hindurch. Und auch hier wieder. Das Phänomen der fehlenden Brückenpfeiler. Ist das außer mir schon mal... Also hat noch jemand das Problem? Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Ursache, wie gesagt, nicht rausgefunden. Ich vermute mal, irgendeine Mod wird da ein bisschen reinfunken. Es gab vielleicht mal irgendein Update von irgendeiner Brückenvariante oder so. Ich habe keine Ahnung. So, und hier halt auch ein paar Bastelfehler. Das ist halt auch so ein Klassiker. Sowas sieht man halt auch einfach unter Umständen erst bei einer Führerstandsmitfahrt, dass ich hier irgendwie so ein... Ja, so ein Steinelement irgendwie im Boden versenkt habe und das ist halt dann im Tunnel gelandet. Kann passieren. So, wir nehmen mal die ganze Fahrt noch mit rein, die gesamte Untertunnelung. Unter dem Betriebswerk hindurch, unter die ganzen Abstellgleisen durch. Da auch nochmal ein paar Unschönheiten. Aber eigentlich gar nicht so dramatisch. Ich dachte, ich hätte hier mehr Bastelfehler drin. Na gut, hier geht es auch schon wieder an die Oberfläche und dann sind wir auch gleich einmal, haben wir praktisch einmal die große Runde gedreht gleich. Kommen am Ursprungspunkt am Güterbahnhof wieder raus. Sehr schön, Parallelfahrt. Parallelfahrt mit Silberlingen hier nochmal. Und dann sind wir auch am Güterbahnhof, Schrägstrich, am kleinen Hafen in Karlsberg wieder angekommen. Hier drüben haben wir auch nochmal ein weiteres Betriebswerk, ausschließlich den Lokomotiven im Güterverkehr vorbehalten. Hier links wird gerade das fette Containerschiff verladen, beladen, gelöscht, die Ladung gelöscht, sagt man, glaube ich. Und dann haben wir es gleich geschafft. Knapp 50 Minuten unterwegs im Güterverkehr. So, das ganze Areal auf Tempo 40 beschränkt, wie man auch dem Signalbild entnehmen konnte. Das ist, glaube ich, der Kollege, der vorher noch Vorfahrt hatte, der vom Friedrichsburger Hafen kam und vor uns auf die Strecke gegangen ist. Und dann sind wir wieder am Ausgangspunkt angekommen. Karlsberg Güterbahnhof. Okay, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Also ich vermute mal schon eher wieder Richtung Bastelfolge. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge Trainspotting. Schwer zu sagen, denn das hier ist nämlich genau die Folge, die letzte Folge, die ich noch vor dem Urlaub geschafft habe aufzunehmen. Das heißt, ab jetzt habe ich eine kleine Lücke drin und werde erstmal irgendwie knapp 10 Tage nichts machen können. Und dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Lasst euch einfach überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Unsere kleine Rundreise hier. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.